Liebe Leute, willkommen zurück zu Icarus. Ich habe den Großteil vom Rest dieser Mission bereits erledigt. Wie ihr links sehen könnt, fehlen jetzt noch 40 mal gebratene Stücken Fleisch. Und ich habe noch ein bisschen was in der Feuerstelle. Ich glaube allerdings, da fehlen am Ende 2, 3 Stücken. Deshalb gehen wir noch mal so ein bisschen auf die Jagd. Was war noch? Jemand hat mich daran erinnert und ich hatte das schon im Hinterkopf, ich habe es nur noch nicht gebaut, dass man ja so einen Orbital Exchange Dingsbums bauen muss, um diese exotische Materie wegzuschicken. Habe ich gemacht, die exotische Materie ist auch schon weg. Was gleichzeitig auch den Kommentar eines anderen beantwortet, der gefragt hat, warum ich denn die exotische Materie nicht gleich in die Kapsel getan habe. Dann muss ich die nicht mit mir rumsteppen. Genau aus dem Grund, die wird separat über ein anderes Gerät quasi abgeholt. Da kommt dann nochmal so eine ganz kleine Kapsel nur dafür und dann schickt man sie hoch und dann wird sie dem Konto auf der Space Station quasi gut geschrieben. Das ist bereits erledigt. Es geht jetzt tatsächlich nur noch um 40 mal gebratenes Fleisch und das haben wir in ein paar Minuten erledigt und dann springen wir erstmal hoch. Ja, das sollte schon reichen. In die Space Station, schließen die Mission ab und schauen, was wir als nächstes tun und gehen dann halt auch mal in die Werkstatt und schauen, was ich als nächstes kaufe. Und gerade eben habe ich gelesen, der neue Patch ist jetzt oder morgen oder demnächst draußen. Der bringt eine neue Angelmission oder Fischermission, besser gesagt. Und warte mal, dachte es mal so. Und die arbeiten daran, dass der nächste große Patch kommt. Der letzte war ja Galileo. Und der nächste heißt Hypertia oder Hypertia oder was ihr auch immer ihr aussprechen wollt. Und da geht es auch darum, Open-World-Missionen zu haben. Das heißt, man macht solche Missionen hier und muss dann beim Abschluss aber nicht wieder raus und wieder zurück, sondern man kann hier bleiben mit der Base, die man gebaut hat und so weiter, was ich sehr angenehm finde, ehrlich gesagt. Weil dann kann man tatsächlich alles mal so bauen und sich da so ein bisschen was Schöneres hinbauen und so. Das hier ist ja zumindest so, wie ich es spiele, alles eher so provisorisch. Hier und da hat man halt zwischendrin mal Zeit, wenn irgendwas gerade im Hintergrund produziert wird, um dann auch mal ein schönes Schrägdach zu bauen oder so. Aber alles in allem ist in meinem Hinterkopf immer mehr, aber die Mission ist vorbei und dann ist das alles weg. Also das mag am Anfang noch Sinn machen, wenn man XP sammelt, dann macht ja alles Sinn, alles irgendwie zu machen. Aber ich kann mir vorstellen, jetzt mit Level 41... weiß ich nicht, so langsam kommt dann auch die Spannung dieses Spiels so ein bisschen an die eigenen Grenzen. So, es fehlen noch genau 20. Jetzt schauen wir mal rein, wie viel haben wir denn? Ja, die haben wir hier schon safe. Sehr schön, okay, das ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Wir können ja mal in der Zwischenzeit einmal in den Technikbaum schauen und gucken, gibt es hier noch irgendwas, was ich unbedingt haben möchte? Eine Bodenfackel finde ich eigentlich ganz nett. Auf jeden Fall sollte ich an sowas wie Beleuchtung denken vielleicht. Ich glaube, ich sollte das alles hier mal freischalten. Allerdings gibt es davon schon bessere Stufen, glaube ich. Ansonsten sehe ich eigentlich keinen Grund, das irgendwie hier zu bauen. Glaube ich. Eine Holztreppe für innen, je nachdem, was ich noch zu bauen habe, kann natürlich nicht schaden. Das fällt raus. Regenauffangbecken ebenfalls. Diese ganzen Dinge sind auch nicht relevant. Wir haben hier einen Kühlbehälter, der mit Eis ausgestattet werden muss, damit das auch was bringt und das Fleisch wesentlich länger haltbar ist. Ich glaube, alle Arten von Lebensmitteln, nicht nur Fleisch. Wir haben natürlich die Häutungsbank. Ja, könnte schon wichtig werden, so ist nicht. Den Fischereitisch, außer es kommt jetzt eine Mission, wo es wirklich explizit ums Angeln geht oder ums Fische besorgen geht, werde ich da mal einen großen Bogen drum machen, weil ich das so ein bisschen meh finde, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr Angelfan seid und so, dann haut rein. So, und jetzt muss ich mal schauen, ob das hier das Maximum ist quasi an so Tränken und sowas. Ich glaube fast schon. Nee, obwohl, hier haben wir noch die Pillen. Aber dafür brauche ich das Tonikum. Von daher nehmen wir das auf jeden Fall. Das wird an der Werkbank gemacht. Stärkung, Fladenbrot. Was haben wir hier?
hat gar keine Werte. Okay. Hm, 100% Ausdauer beim Verbrauch. Ja. Antibiotisch, Gegengift, antiparasitär, Blutverdünnung, Gesundheit. Ich denke, das kann nicht schaden. Daraus wird die Pille, das, das und das. Genau. Sehr schön. Aquarium. Ein praktischer Fischtank für deine liebsten schuppigen Freunde, durch Biosprit betrieben. Nicht an die Scheibe klopfen, steht da noch. Hm. Genau, jemand hat gesagt, es muss Bier im Spiel geben. Hier gibt's Bier tatsächlich. Ölscanner. Ja, diese ganzen Glasarbeiten und so. Da kommt rechts irgendein Tier. So, hier haben wir 8. Hier haben wir 8, dann fehlen noch 4, wenn ich richtig rechnen kann. Und dann haben wir es gleich erledigt, liebe Leute. Wie gesagt, die exotische Materie ist bereits weit oben auf dem Spaceship, ist mir auch schon gut geschrieben worden. Da muss man das hier bauen, Orbital Exchange Schnittstelle. Dann sagt man Request, dann kommt so eine Mini-Kapsel direkt hier in der Umgebung und dann packt man da das Zeug rein, das geht hoch. Und kurze Zeit später kriegt man dann so eine Meldung. Oh, das ist durch hier. Noch 2, dann haben wir es geschafft. Es war eine sehr lange Mission. Ich habe gut gelevelt in der Zeit. Ich bin keiner großen Gefahr ausgesetzt gewesen. Ich konnte exotische Materie sammeln. Und jetzt ist halt so ein bisschen, was ich daran so schade finde, und das wird ja dann der nächste große Patch beheben. Jetzt geht das alles wieder auf Null quasi. Ich habe zwar jetzt das Wissen, wie ich Sachen bauen kann und muss die nicht noch freischalten, aber... Wisst ihr, was ich meine? Muss alles neu bauen. Und ich glaube, das war's jetzt. For my money, that's all of them. We got a little time left, so head back to the dropship when you're ready. So, schauen wir mal. Ich bin der Meinung, das war da unten bei dem Ding. Super, dann mache ich mal... Ach, die Lampe können wir auslassen. Dann würde ich sagen, mache ich hier einen kurzen Schnitt, weil das doch ein weiter Weg ist und dann sehen wir uns gleich. So, und da sind wir schon. Hat jetzt nicht super lang gedauert, aber ich denke mir, das kann ich euch dann doch ersparen. Liebe Leute. Okay, that's it. You did it. Icarus is a wild place, but it ain't got nothing on you. Alles klar. The ACS may be crazy, but they know talent when they see it. So. Werkstattartikel in deinem Landeschiff oder Inventar werden zur Station zurückgebracht. Das sind beides Werkstattartikel. Sehr gut. Die exotische Extraktion wird jetzt über das Orbital Exchange, das habe ich gerade gezeigt. Okay. Let's go. Hier 50% extra für Schwierigkeitsgrad schwer. Normalerweise gäbe es nur 250, ich habe jetzt 375 gemacht. Gefällt mir. Jetzt hauen wir wieder ab. Leute, wir haben es geschafft, sehr schön. 41. Den wählen wir. Wir haben jetzt 93 Rennen hier. Oh, die Wasserflasche. Okay. Hier. Warte mal, es gibt doch auch Dinge, aber die betreffen mich scheinbar gerade nicht, die auch mit Rennen bezahlbar sind. Ja, genau hier. Oh, das ist sogar weniger, aber davon gibt es ja grundsätzlich auch weniger. Okay. Wie viel Sinn macht es denn, mit so einem Anzug zu starten? Wir haben 651, was nicht sehr viel ist. Das heißt, ich könnte einen Helm und das hier... Ja.
Das ist durchaus möglich. Was hier jetzt tatsächlich so richtig sinnvoll ist, schwer zu sagen. Ein Scanner, der so programmiert werden kann, dass er spezielle tiefe Erzvorkommen in der Umgebung aufspürt. Gilt das denn auch, das kann ich mir zum Beispiel nicht leisten, das kann ich nur erforschen, für die exotische Materie? Hier ist Herstellung nur 25. Das ist auf jeden Fall etwas, was man mal so mitnehmen kann. Das ist wieder die Qual der Wahl, ne? Schneller als die eine herzustellen, aber wie viel ist denn da drin? Wie viel Platz? Das steht da leider nicht. Radar verwendet ein internes Energiesystem. Dafür brauche ich zum Beispiel 600 Rennen. Ich würde sagen, wir verkaufen das mal. 93. Schon besser. So, die Umweltanzüge sind ja das, was ich generell überhaupt die ganze Zeit drunter trage quasi. Da haben wir hier Modulsteckplatz, Sauerstoffslot im Anzug. Sauerstoff, Nahrung und Wasserslot. Das heißt, ich habe mehr Slots unten zur Verfügung, weil das alles am Anzug ist. Das ist gar nicht verkehrt. Jetzt muss ich nur mal eben schauen, was hier der Unterschied ist. Das heißt Gustav und das nicht. Wasser, Sauerstoff, Anzug, Modulsteckplatz, Sauer, Nahrung, Wasser. Sauer, Wasser. Was hat es denn mit diesen Modulen auf sich? Aktiviert schnelleres Bewegung. 5% schneller, das hau ich dann in diesen Modulsteckplatz. 5% schneller finde ich gar nicht schlecht. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt mal. So, Umweltanzüge und dann Modulsteckplatz. Das erforschen wir und das stellen wir her. Haben wir 841 immer noch. Sehr gut. Wir stellen die Axt, die Spitzhacke her, 791. Beim Messer bin ich immer so ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Da denke ich mir immer so, naja, ne? Ne? Wir nehmen mal den Bogen. Ist denn sonst doch irgendwas, wo man sagt, das wäre nicht verkehrt. Davon haben wir noch alles. Ich glaube, der Rest ist jetzt raus. Wir müssen auch nicht alles auf einmal ausgeben. Ausrüstung. So, jetzt geht's los. Meine Gegenstände. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin, sagen neu Missionen. Wir gehen auf Olympus und schauen mal, was es jetzt hier so gibt. So, die haben wir alle erledigt. Das hier ist noch offen. Finde und repariere das verlorene Landeschiff. Dafür habe ich nur einen Tag. Was ich gut finde. Markierung eines Pfades in die Schluchten. Gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Die anderen haben wir hier erledigt. 3. Aber hier ebenfalls 3. Also meine Optionen sind... The Assembly are expanding their footprint on Icarus. And looking for experienced people. If you're looking for some quick cash, this could be the one. Looks simple enough, but then again, it always does. You should know how to pick 'em by now. Ah, ach so. Ah, gut zu wissen. Wie, das heißt, den habe ich die ganze Zeit, den nehme ich quasi gar nicht mit, ja. Also ich nehme ihn mit, aber ich nehme ihn nicht aus dem Inventar. Den habe ich hier die ganze Zeit, so wie es aussieht. Denn mitnehmen kann ich ihn nicht. Ich habe ihn an und dann bleibt er da. Jetzt bin ich gespannt. Nur einen einzigen Tag.
Wir haben Wölfe gesehen. Ich habe diesen hergestellten Bogen zwar dabei und ein paar Pfeile, aber ich denke mal fast, dass das nicht genügen wird. Vielleicht wird das eine sehr kurze Mission. Wir schauen mal. Working with the assembly is a smart bet, and they're moving faster than anyone out here. They're paying the contract, but the clock, that belongs to Icarus. So check your objectives and get going, because they'll be spinning their wheels till you do. Stay safe, friend. Das finde ich sehr cool. So, dann schauen wir mal rein. Sehr guter Bogen. So, keine Munition. Das heißt, das, was ich hier habe, das zählt nicht als Munition, oder wie? Oder was habe ich hier gekauft? Pfeile. Ah, okay. Einfach nur mal kurz lesen, dann geht das. Schauen wir uns das Ganze nochmal so an. Ja. Und hier sehen wir jetzt auch, da stehen so ein paar Sachen mit drauf, die vorher nicht drauf standen. Dass nämlich das Wasserzeug und so damit dran ist. Sehr cool. Gute Investition, denke ich. Und jetzt lokalisieren wir den ganzen Spaß erstmal. Oh, wir sind gar nicht weit entfernt. Das ist allerdings da hinten. Dann ziehen wir doch mal los und schauen, was es damit auf sich hat und was wir benötigen, um das zu reparieren. Ich vermute ja mal, es wird sowas wie Platinen sein oder so. Aber wir werden sehen. Warte mal, ich sollte... Nur um auf Nummer sicher zu gehen... was sammeln, um Wurfspeer zu haben. Ich weiß nicht, wie gut diese Pfeile hier funktionieren. So, wir schauen mal, das ist direkt hier oben. Vielleicht ist das ja eine freie Fläche. Da habe ich schon gerade sagen, einen Bären gehört. Da ist er. Keine Rauchwolke zu sehen. Okay, wir brauchen Treibstoff. Schubdüse. Okay,
checke ich jetzt noch nicht so ganz. Haben wir hier auf Dings noch etwas? Da befindet sich ein anderes Triebwerk, wenn ich das richtig verstehe. Oh, schön auch, wie dieser gelbe Kreis oben im Radar zu sehen ist, im Kompass. Das ist sehr angenehm. Nur das Blinken, wenn man dann im Bereich ist, ist ein bisschen verwirrend, aber das kriegen wir auch noch raus hier. So. Okay, spannend, neue Sachen da herzustellen und zu reparieren und so, finde ich gut. Das setzt natürlich wieder voraus, dass man alle Werkbänke baut und so weiter. Auch hier fände ich es natürlich cool, wenn wir jetzt schon die Open-World-Mission hätten und ich einfach meine bereits gebaute Base dafür nutzen könnte. Dann werden die Missionen natürlich umso kürzer, weil man halt schon alles da hat. Aber ich denke, dann sollten sie vielleicht die Herstellung gewisser Sachen irgendwie teurer machen oder so. Ich weiß es nicht, aber ich meine, am Ende des Tages, eine Mission ist eine Mission und wenn man im echten Leben so eine Mission hätte, dann würde man halt auch schon Sachen vor Ort haben, die dann vielleicht für die nächste Mission gebraucht werden. Also ich finde, so sehr das auch ein Spiel ist, kann man ja auch einfach mal so ein bisschen realistisch denken und sagen, ja gut, also wenn dein Chef dich in den Baumarkt schickt und sagt, bring mal Holzbretter mit, dann wird er nicht warten, bis du wiederkommst und dir dann zu sagen, ah übrigens, bring mal noch Nägel mit, sondern der sagt dir dann, bring auch gleich die Nägel mit. Wisst ihr, was ich meine? Aber gut, ist ein Spiel. Oh Gott. Was ist denn Suku jetzt? Kann mir jemand sagen, was das sein soll? Ist das so ein super schneller Bär? Warte mal, was ist das denn für ein Tier? Das ist doch ein Panther. Schau. Habe ich da eine realistische Chance, oder? Oh, jetzt dreht er nicht so schnell um. Doch jetzt. Ist ja wie bei den Highland Games hier. Ich muss mal eben schauen, vielleicht. Vielleicht ist das Quatsch, denn ich denke, der wird das sehr schnell umhauen können. Aber Suku sieht jetzt nicht so super nett aus. So Suku nett aus. Warte mal, nee, bauen wir erstmal. Ich würde aber sagen, bevor wir das machen, besorge ich mir erstmal irgendwie was zum Schlafen, oder? Denn auf die Uhrzeit habe ich jetzt nicht sofort geachtet, aber die scheint hier doch ein bisschen knapp zu sein.
Denn einen Schlafsack habe ich jetzt nicht gesehen in der Werkstatt, den ich kaufen könnte. Das wäre natürlich super praktisch, wenn man das einfach schon haben könnte und dann könnte man direkt seinen Spawnpunkt setzen. Aber so muss man jedes Mal 5, 6, 7 Tiere jagen, um hier 20, glaube ich, 20 Felle zusammenzukriegen. Das ist nicht ideal, ehrlich gesagt, aber ein Messer habe ich auch noch nicht. Steine, ja gut, die liegen hier. Zack, gib mal was. Den Pfeil möchte ich auf jeden Fall wieder haben. Hier, noch 18. Ich würde sagen, wir schnappen uns mal den Bären. Okay. So weit, so gut. Hier sind glücklicherweise ein paar Tiere. Mrr. Komm, gib mal alles. Noch 8. Ah, das ist vielleicht was, dieses Messer erforschen und herstellen ist vielleicht etwas, woran ich beim nächsten Mal denken sollte, weil das doch schon einen Unterschied macht, glaube ich. Man spart sich viel Zeit mit einem besseren Messer, was mehr Ertrag liefert und dadurch muss ich weniger jagen hier am Anfang. Ich meine, man beginnt nicht unbedingt immer im Dunkeln quasi, also habe ich ja auch nicht, aber kurz vorm Sonnenuntergang kann man sich das so ein bisschen beschleunigen, das Ganze. Das ist ein Hase da. So. Das gute Messer. Zwei noch. Ein weiteres Tier. Wir machen mal den Bogen wieder zurück, damit wir nicht zu weit wegkommen. Wir müssen noch ein paar Bäume fällen. Und dann bauen wir wie immer so eine ganz kleine provisorische Hütte erstmal. Für den Anfang. Und bei der Mission ist noch sehr viel weniger Zeit, um hier so ein richtig schönes Haus zu bauen. Auch wenn es 24 Stunden sind, was ich auch für die letzte Mission nicht gebraucht habe, aber wir schauen mal. Kommt ein Wolf. Wo bist du? Wo bist du? Ja, ich höre ihn. Da. Sehr gut. Hiervon nehmen wir mal alles. Wir schauen mal, wie weit das entfernt. Nicht sehr weit. Ich sehe sogar schon die Rauchsäule. Okay. Haben wir Wasser in der Nähe?
Nicht wirklich, wird aber auch nicht nötig sein. Wir haben hier drüben Eis. Warte mal, wir müssen das da reparieren. Das heißt... Es geht mir jetzt halt irgendwie... Nee, wir gehen nochmal zurück zur Kapsel. Es geht mir jetzt darum, hier irgendwie einen Schlafplatz aufzustellen. Und wo ich dann die Werkbänke reinbaue und so. Ich denke, das macht mehr Sinn an der Kapsel, als wenn ich das jetzt hier bei dem Feind mache quasi. Weil da werde ich einmal hingehen, den erledigen und dann gehe ich wieder weg. Und ich habe ja auch keine Ahnung, wie ich das Zeug herstellen soll, was die hier von mir verlangen. Ist auf jeden Fall sehr schnell unterwegs, der junge Mann hier. Hui! Wir haben alle Talente bezüglich Geschwindigkeit. Wir haben das Modul extra. Wir haben, wenn wir eine Schusswaffe in der Hand haben, sind wir schneller unterwegs. Also, ich habe den direkten Vergleich zwar nicht, aber gefühlt sprinte ich hier schon und renne nicht einfach nur. Und jetzt bauen wir hier ein bisschen was ab. Mit dem besten Talent überhaupt, das Holz direkt einzusammeln. Perfekt. So, komm, bau mal ein bisschen so ein Vierer hier hin. Na, wir brauchen davon mehr. Sehr schön, das haben wir noch. Zwei davon können wir schon mal da hinhauen. So, was fehlt? Ein paar Fasern, Holz wahrscheinlich auch, oder? Ja. So, ich denke, das sollte jetzt reichen. Das stellen wir schon mal her, dann haben wir es. Due. Due Boden. Zack. Das hätten wir. Wir brauchen ein paar Steine. Aber das ist schon okay. Das setzen wir mal weg vom Fenster. Weg vom Fenster. Sehr schön. So, ein Anfang ist gemacht. Darum geht es erstmal. Erstmal safe sein vor allen möglichen Gefahren. Ja, wobei... Hier ist keine Tür, aber safe sein vor allen möglichen Gefahren, so im Sinne von erstmal nicht draußen schlafen zu müssen. Hier haben wir nochmal extra ein bisschen Licht. Haben wir Holz für eine Tür? Haben wir. So. Jetzt kann uns keiner was. Wo ist denn hier der Hammer? Bitte, ich bin der neue Nachbar, nicht so laut, bitte. Erstmal gleich unbeliebt machen. Ist es Mittagsruhe? Kennt ihr Mittagsruhe noch? Gibt es Mittagsruhe noch? Da, wo ihr wohnt, ist da Mittagsruhe so ein Ding? Da, wo ich aufgewachsen bin,
war von 13 bis 15 Uhr Mittagsruhe. Da durfte man dann nicht handwerken oder staubsaugen oder irgendwas, was laut ist, machen. Und irgendwie ist das so verloren gegangen. Also ich habe in Stuttgart mal gelebt und da war das, glaube ich, schon auch noch so. Also es waren mit vielen Wohnungen in einem Haus. Da ist ja auch die Kehrwoche so ein großes Ding, was ich vorher auch nicht kannte aus Berlin. Was da wirklich das absolute Heiligtum ist, Kehrwoche, da versteht keiner Spaß, wirklich. Wenn einer sagt, du hast Kehrwoche, dann haben dich alle so im Blick. Dann siehst du durch die Türspione, siehst du die Augen, wie sie dich verfolgen. Das ist schon, also das war schon eine neue Welt für mich. Kehrwoche. Der Hammer, der ist da, okay. Ja, sehr schön. Viele Sachen kann man ja tatsächlich schon durch die simpelsten Dinge irgendwie bauen. Das finde ich gar nicht verkehrt. Also das war in meinem Kopf so ein bisschen anders abgespeichert, ehrlich gesagt. Da dachte ich so, oh Gott, jetzt brauche ich das dafür und so. Aber wenn man jagen geht, um den Schlafsack herzustellen, dann ist es durchaus... Kann es durchaus schon vorkommen, dass man das Zeug hat, um schon andere Sachen bauen zu können. Hier, wisst ihr, was wir machen? So, wir setzen den Spawnpunkt, hauen uns hin, stehen wieder auf. Dann haben wir unsere Ruhe und das nehmen wir so. Genau, jetzt kommen wir zum Erz, aber möglicherweise doch. Ich glaube, ich brauche Erze und alles. Also sind wir ehrlich, ich glaube, ich werde hier Sachen herstellen müssen, an die ich jetzt vielleicht noch gar nicht so denke. Oh, da haben wir es ja. Da nehme ich das beschädigte Kupferbarren und Eisenbarren. Das ist ja easy. Das Ding ist jetzt noch in der Kapsel. Okay, aber in jedem Fall Erze. Dann holen wir noch mal ein paar Steine und den Amboss brauchen wir auch noch. Und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Oh, sehr schön. Überlebe 50 Stunden lang im Wald. Super. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Möglicherweise noch den nächst besseren Ofen für andere Barren. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Das steht hier so leider nicht. Irgendwelche anderen Dings. Wir hauen das mal auf die Seite. Dann können wir die Hütte noch erweitern. Genau, so. Von da geht's rüber zu die Bearbeitungsbank. Dafür brauche ich den Amboss und dafür in jedem Fall Erze. So, das können wir schon mal darüber ziehen. Dann hätten wir das. Und dann würde ich sagen, bauen wir erstmal zwei Kisten für den Anfang. Gut, die stellen wir dahin. Die nächste stellen wir oben drauf. Holz, alles was Natur ist. Und oben... alles Tiermäßige. Einmal Stein, den können wir hier draußen lagern. So. Zack. Das hätten wir. Und das können wir meinetwegen da drüben reinhauen. So. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo ich hier bin. Hier unten ist der See, den ich beim letzten Mal hatte. Hier hatte ich meine kleine Hütte oder hier so.
jetzt mal rein höhlenmäßig. Das heißt, hier drüben haben wir eine Höhle. Ich muss mal eben schauen. Der Sturm ist, glaube ich, ziemlich harmlos. Und das Gute ist, wir haben jede Menge Platz im Inventar für Erze. Ziehen einfach mal los. Ja, der Sturm ist gleich wieder vorbei. Wir haben hier oben noch den Bären. Den darf ich nicht unterschätzen. Der heißt Bernd. Und dann... Vielleicht lässt er uns in Ruhe, vielleicht sieht er uns nicht, vielleicht ist er gerade gar nicht da. Büffel. Oh, da sind wir ja schon. Das geht ja echt ratzfatz. Die Höhle ist hier unten. Gute Pfeile. Eins A. Na, einer ist hier noch. Dann fangen wir mal an. Wie, jetzt friert er, oder was? So, wir brauchen jede Menge. Denn wir brauchen auch noch Nägel. Für die Schränke und die Bearbeitungsbank. Denn ich glaube tatsächlich... Und ja, Lungenentzündung ist nicht schlimm. Also Lungenentzündung ist schlimm, aber im Spiel ist jetzt nicht so schlimm. Wegen des anderen Gewehrs hier, wo ist das denn? Und Bearbeitungsbank, genau, perfekt. Stahlbaren Epoxid, das geht alles, okay. Zimmermannsbank... Und die erweiterte Textilienbank. So, wir sind bei 112 Erzen von Eisen.
Sehr gut. Ja, nehmen wir mal mit, was hier noch so rumlungert. So, und ich glaube, die Stufe, an der man keine Punkte mehr bekommt, ist auf 60 erhöht worden. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das war mal 45 oder so. So, das soll erstmal reichen für alles, was wir brauchen, um, wie gesagt, die Bearbeitungsbank, ein Amboss, ein, zwei Schränke und vielleicht Werkzeuge. Die müssten möglicherweise noch drin sein. Ansonsten haben wir hier jede Menge Höhlen zur Auswahl. Aber wenn ich das alles bauen möchte, sollte ich dennoch die Hütte ein bisschen vergrößern. Gute ist, wenn die Hütte direkt an der Kapsel ist, kann ich sie jederzeit finden. So. Wir legen los. Das kann arbeiten. Das machen wir aus. Das nehmen wir mit. Ach nee, warte mal. Hier habe ich ja neues. Neues Fleisch. Gutes Fleisch. Das konsumieren wir. Hier haben wir die tierischen Dinge. Und machen wir es so. So, jetzt müssen wir erstmal schauen. Amboss sind 40, ne? 40 Barren. Ja gut, das dauert ein bisschen. Das können wir erstmal hier drin lassen. Dann gehen wir auf die Suche nach Silizium. Nichts zu sehen hier. Reichen. Damit können wir schon mal den Mörser herstellen, denn wir benötigen Epoxid für die Herstellung von diesem Gyroskop. Gyroskop. Da oben ist übrigens eine Höhle. Sehr gut. Zeig mal her. Sehr schön. Das nehme ich gern.
Finde ich übrigens sehr angenehm, dass man das direkt auf der Werkbank hier platzieren kann. Dass das Spiel so gütig ist, das so darzustellen und dass man das so nutzen kann und nicht, dass es heißt, kollidiert, geht nicht, tut uns leid. Es ist ein Fehler aufgetreten. Das läuft gut. Hier stellen wir schon mal her, was wir herstellen können. So, die Spitzhacke ist jetzt gleich leider durch. Ich habe nicht so ein Reparaturset dabei. Ich hau damit jetzt noch ein bisschen was ab, aber alles in allem habe ich davon, glaube ich, nicht mehr so viel. Und wie gesagt, wir sind ja auch gleich an dem Punkt, an dem wir dann... warte mal, sowohl Eisen als auch Stahl machen können. Ne? Jetzt sind wir bei 24. Wollen wir die Bearbeitungsbank hier da auch nochmal 40 Barren? Das ist nicht das Problem, das kriegen wir schon hin. Genau, 40. Hier, das sollte easy sein. Questgegenstand, Textilienbank. Ne, genau, ich brauche die Bearbeitungsbank für die verbesserte Textilienbank. Für einen Amboss? Okay. Das ist okay. So, das ist kaputt. Das haue ich also schon mal zurück in die Kapsel und vergesse ich es auf jeden Fall nicht. Zack. Ach nee, warte mal, das ist ja das andere Ding. Oh Mann. Ich vergesse das Safe nachher. Stimmt ja. Stimmt ja, das ist das Ding, was ich reparieren muss. Das heißt, ich brauche noch den Komposter für Sprit. Ein Kanister ist da. Ich glaube, der Bär kommt. Der soll nur nicht meine Hütte angreifen. Da ist er. Okay, der haut wieder ab. Das akzeptiere ich. Ist völlig okay, verständlich, dass er Angst vor mir hat. Ich meine, was willst du machen, ne?
Ja, nehme ich. Sehr schön, das nehmen wir noch mit hier. Das ist ja wirklich direkt vor der Haustür, aber wenn da unten eh noch die Kupfer- und Eisenbarren hergestellt werden, kann ich das hier auch gerade noch abbauen. Hoppa. So, der Sturm ist auch vorbei. Schauen wir mal, ob der Bär wirklich noch weg ist. Okay. Okay, wenn ich Glück habe, kommt der Bär nie bis an die Hütte ran. Sondern dreht genau dann um, wenn er da war, wo er jetzt gerade stand. So, das hätten wir. Hier in dem Fall können wir tatsächlich direkt dazu übergehen. Haben wir die 40? Die haben wir. Wir beginnen damit. Okay, ein paar Seile. Alles klar, das kriegen wir schon hin. Haben wir Eisen, Eisen, Eisen und hier schon Stahl. Alles klar, das kriegen wir auch noch hin. Ganze zwei. Sehr gut. So, vielleicht kommt mit Stufe 42 ja nochmal ein Talentpunkt dazu oder so. Ich denke, das kann auch nicht schaden. Sehr gut. So, das hätten wir. Hinzu kommen 120 Eisennägel. Okay, die Seile werden gerade hergestellt, wir brauchen mehr Epoxid, haben wir ein paar Knochen da, haben wir. Das wird nur leider nicht genügen. Ja, wer schreit hier? Wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Oder
Warte mal, die Pfeile stecken normalerweise dann irgendwie hier so in so einem Baum oder kurz daneben, aber in dem Fall natürlich nicht. Der war verschenkt. Den haben wir. Betanke das Schiff und ersetze das Triebwerk. Cool. Das Triebwerk wird vermutlich mal auch nicht so richtig ganz sein. Kann ich mir vorstellen, dass sie mir da nicht so ein ganzes Triebwerk hinsetzen. Aber wir gucken mal. Ah, sehr schön, da kommt ein bisschen was zusammen. Nochmal 10, schätze ich. So, 12 sogar. Nee, warte mal, wir bauen erstmal den Boden. So. Da kommt ein Fenster hin und da, und das machen wir zu. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Sehr gut, so. Die Hütte ist erweitert. Jetzt können wir hier fleißig weiterbauen. Wir schauen hier nochmal kurz. Hier haben wir die 40. Wir haben die 120 zusammen. Epoxid. Was fehlt hier? Holz. Warte mal, nee. So. Die Bearbeitungsbank. Perfekt. Damit können wir alle Dinge herstellen, die wir brauchen. Behaupte ich jetzt mal, ohne zu wissen, was wir noch brauchen. Aber alles von dem, was ich weiß. Wir brauchen den Komposter. Das sollte kein Problem sein. Das Ding sollte kein Problem sein. Easy eigentlich. Die Textilienbank easy. Und das Gewehr, Epoxid, Stahl, Stahl. Und dafür das vorher. Easy. Liebe Leute, eine neue spannende Mission. Wir schauen mal, dass wir das beim nächsten Mal hinbekommen. Dass wir dann wenigstens dieses einfache, langsame Gewehr herstellen, um dann vorne diesen Panther oder was auch immer das ist, zu erledigen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mit Ikarus, liebe Leute. Bis dahin. Ciao.